Nicht nur die Größe der Tiere hängt vom Klima ab, sondern auch ihre Färbung. Mehr dazu erklärt euch die Glogasche Regel. Die Glogasche Regel, auch Färbungsregel genannt, wurde 1833 vom deutschen Zoologen und Ornithologen Konstantin Wilhelm Lambert Gloger aufgestellt. Wie die anderen Regeln bisher auch, bezieht sie sich nur auf gleichwarme Tiere, also Tiere, die ihre Körpertemperatur selbst aufrechterhalten. Dazu zählen die Säugetiere und die Vögel. Um was genau geht es jetzt bei der Glogaschen Regel? Sie besagt, dass Tiere in feuchten Gebieten dunkler gefärbt sind als verwandte Arten in trockeneren Regionen. An was liegt das? Bei hoher Feuchtigkeit fühlen sich Bakterien am wohlsten. In feuchten Gebieten wird also das Wachstum von Bakterien begünstigt. Dunkle Haare oder Federn sind allerdings widerstandsfähiger gegenüber Bakterien. Das liegt daran, dass der dunkle Farbstoff Eumelanin schlechter von den Bakterien abgebaut werden kann. Tiere in feuchten Gebieten sind also dunkler gefärbt, weil ihr Pelz bzw. Federkleid dadurch besser vor zersetzenden Bakterien geschützt ist. In trockenen Regionen ist dieser Schutz nicht notwendig und deshalb ist der hellere Farbstoff Pheomelanin weiter verbreitet. Er kann zwar bakteriell einfacher abgebaut werden, dient aber zum Beispiel in der trockenen Savanne oder Steppe besser zur Tarnung. Also, hohe Feuchtigkeit bedeutet starkes Wachstum von Bakterien. Der dunkle Farbstoff Eumelanin ist bakteriell nicht gut abbaubar. Daher eignet sich eine dunkle Färbung in feuchten Gebieten besser als eine helle. In trockenen Gebieten ist das Bakterienwachstum nicht so stark. Hier bietet der helle Farbstoff Pheomelanin bessere Tarnung. Als Beispiel können wir uns mal Paviane und Gorillas anschauen. Paviane leben hauptsächlich in trockenen Savannen und Halbwüsten. Sie sind deutlich heller gefärbt als Gorillas. Berggorillas leben nur in Wäldern oder Sumpfgebieten. Dort ist die Feuchtigkeit wesentlich höher. Ihr Pelz ist tiefschwarz. Auf dem Steckbrief seht ihr die Glogasche Regel nochmal zusammengefasst. Im nächsten Short erfahrt ihr, warum kleine Tiere auf Inseln immer größer und große Tiere immer kleiner werden. Unbedingt anschauen. Welche Regeln oder Phänomene interessieren euch sonst so? Schreibt's in die Kommentare. Ansonsten haut rein, Leute, bis dann und ciao.